Das Samyang 50mm f1.4 für Vollformat, darum soll es heute mal gehen. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie-Tipps und Tricks, immer Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie schon gesagt, geht es mir heute mal um das Samyang 50mm f1.4 für Vollformat in der Mark II Variante. Das Objektiv ist mir von Foto Walser mal leihweise zur Verfügung gestellt worden. Die haben hier in Deutschland so ein bisschen den Vertrieb quasi von Samyang übernommen, geht dann wieder zurück. Ich habe das Objektiv ein bisschen hier in Deutschland getestet, ein bisschen in Island getestet und ich denke mal, auch wenn das jetzt nicht meine typische Brennweite ist, mit der ich viel arbeite, kann ich hier trotzdem doch was zum Objektiv sagen. Der Reihe nach fangen wir wie immer an mit der Optik und der Haptik. Das Objektiv ist außen komplett aus Kunststoff gefertigt. Wir haben hier eigentlich keine Metallteile oder sowas dran. Was wir haben hier oben, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, wahrscheinlich eher nicht so, so einen kleinen, dezenten, roten Ring, der bei Samyang so ein bisschen immer mit dabei ist. Jetzt könnt ihr das auch sehen, so als kleinen farblichen Akzent und dann hier unten noch mal so einen kleinen silbernen Absatz. Ist optisch ganz schön, liegt auch gut in der Hand, ist vor allem nicht allzu schwer, was ich persönlich sehr, sehr angenehm finde. Dadurch, dass es halt nur aus Kunststoff ist, in Anführungszeichen, liegt das hier wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Eine Sache ist aber nicht aus Kunststoff und das ist hinten das Mount. Das ist aus Metall gefertigt und wir haben elektronische Kontakte, denn das Objektiv hat natürlich Autofokus. Ist wie gesagt sehr, sehr schön verarbeitet, hier ruckelt nichts, hier wackelt nichts. Wirkt trotzdem hochwertig, wenn auch noch nicht ganz Top-Level. Also ich habe schon Kunststoffobjektive in der Hand gehabt, die sich ein bisschen besser angefühlt hatten. Nichtsdestotrotz, wenn ich das mal vergleiche, wie die Samyang-Objektive früher waren, ist das hier doch schon sehr, sehr gut. In Sachen Bedienung, wie gesagt, wir haben einen Autofokus hinten dran. Und wenn wir das Ganze dann einfach mal hier beispielsweise an die Sony A7 III machen, meine hat hier noch ein L-Bracket dran, deswegen wirkt die etwas größer als normal, dann haben wir hier ein sehr schönes, sehr ausgewogenes Paket. Es ist nicht zu groß, es ist nicht zu schwer. Das Objektiv hat hier unten dran auch noch so einen kleinen Nupsi. Der hier ist theoretisch dafür gedacht, dass das Objektiv dann dort aufliegt, wenn man kein L-Bracket dran hat. Bei mir liegt es dann jetzt halt trotzdem vorne auf, einfach durch die Erhöhung hier unten. Ist aber schön, dass er mir auch da so ein bisschen mitgedacht hat und einfach noch ein bisschen was dazu gemacht hat, damit man quasi eine Stelle hat, wo es wirklich aufliegen soll und nicht irgendwie komisch ist. So kleine Dinge, die manchmal so ein Objektiv ein bisschen durchdachter machen. Der Autofokus als solches, der ist gut treffsicher, kann man absolut nicht meckern, ist vielleicht jetzt nicht der super, super schnellste, aber ist schnell genug für alles, was man machen möchte. Und es ist nicht so, dass man sich sagt, pff, der ist aber langsam. Nee, keineswegs. Ganz normal, zügiger Autofokus, treffsicher, gibt es absolut nichts zu meckern. Was wir noch dazu haben für die Bedienung, wir haben optional hier zwei, also eine Taste mit zwei Belegungen, wenn man das Ganze machen möchte. Ist sehr, sehr schön und dazu dann noch ein manuell Fokusring. Gefällt mir persönlich vom Widerstand nicht ganz so. Das wirkt so ein bisschen, das wirkt tatsächlich so ein bisschen billig in meinen Augen, aber es funktioniert und ich denke mal, die meisten werden mit einem 50mm f1.4 eh nicht manuell fokussieren. Deswegen kommt es da auf den Autofokus an und der ist super. Deswegen brauchen wir da nicht drüber sprechen. Trotz f1.4 hält sich die Größe des Frontelements so ein bisschen im Rahmen. Wirkt aber trotzdem sehr, sehr schön und haben dann drinnen natürlich noch die große, große Blende. Ja, es ist ein schönes, solides Objektiv, liegt gut in der Hand, wird nicht frontlastig oder sowas. Kann man absolut nicht meckern. Sieht mit der Gegenlichtblende dran natürlich nochmal ein Stückchen größer aus, weil die das Objektiv fast um die Hälfte verlängert. Aber es liegt trotzdem, wie gesagt, sehr gut in der Hand. Und auch wenn man den ganzen Tag damit unterwegs ist, wird das nicht irgendwie schwer oder sowas. Bedienung und Optik, Haptik haben wir damit abgehakt. Das Wichtigere ist aber natürlich die Bildqualität. Und da zeige ich euch wie immer jetzt mal ein paar Beispielbilder, die ich mit dem Objektiv in den letzten Tagen und Wochen geschossen habe. Viel Spaß! Thank you.
Das waren die Beispielbilder. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Können wir uns sehr, sehr gerne mal drüber austauschen. Ich muss sagen, ich bin grundsätzlich mit dem Objektiv zufrieden. Die Schärfe ist gut bis sehr gut. Man hat zu den Rändern hin so ein Tick Abfall, aber nichts, was jetzt irgendwie exorbitant wäre oder sowas, kann man auch bei F1.4 schon ziemlich gut benutzen, um nicht zu sagen, eigentlich, da gibt es keine Abstriche, also die Schärfe ist ab Anfang da. Chromatische Aberrationen sind dann eher schon so ein bisschen ein Problem, aber nichts, was man nicht korrigieren könnte. Also das, was ihr gesehen habt, sind die bearbeiteten Bilder, sieht man es ja nicht mehr. Das heißt, es ist relativ simpel zu korrigieren und das ist ja dann unterm Strich auch wieder ein Punkt, wo ich sage, ja, sie sind da, aber auch ein Sony 50mm F1.8 für APS-C, auch das hat chromatische Aberrationen wie Sau, aber auch da lässt sich's korrigieren. Das ist einfach bei diesen sehr, sehr offenblendigen Objektiven häufig so und wenn wir dann noch in einem etwas günstigeren Preissegment sind, wird das Ganze natürlich nicht besser. Der Sonnenstern, der sieht so ein bisschen komisch aus, finde ich persönlich. Hat zwar reichlich Zacken, aber wirkt irgendwie trotzdem so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der konkreten Situation lag, wo ich es fotografiert habe oder ob das grundsätzlich so ein Problem ist. So ein bisschen, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, aber auch da glaube ich nicht, dass jemand so ein Objektiv wegen dem Sonnenstand kauft. Was schon eher relevant sein könnte, das ist das Bokeh und das sieht sehr angenehm aus, weich, wie man es möchte, kann man absolut nicht meckern. In Summe bin ich mit der Bildqualität sehr, sehr zufrieden. Also so als klassische Porträtbrennweite kann man da absolut nicht meckern. Und damit sind wir dann auch schon im Fazit drinne. Das Objektiv kostet um die 500 Euro, je nachdem, wo ihr es kauft. Damit sind wir so im mittleren Preissegment, sage ich mal. Wenn man sich nur die Autofokus-Objektive anschaut, dann eher im günstigen Preissegment. Und dafür kriegt man hier wirklich was geboten. Der Autofokus ist super, Bildqualität ist gut bis sehr gut, kann man absolut nicht meckern. Ja, die chromatischen Aberrationen sind da, aber wie gesagt, das lässt sich gut korrigieren. Und in Summe haben wir hier einen 50mm Objektiv, mit dem man echt gut arbeiten kann. Ich persönlich bin nicht so der Freund von 50mm Objektiven grundsätzlich. Das ist nicht so meine Brennweite. Ich mag das eher noch einen Tick weitwinkliger, also eher so um die 40mm, wenn ich da so einen Wunschfestbrennweite hätte, wenn man so möchte. Aber mit 50mm kann man trotzdem sehr, sehr viel machen. Und ich habe tatsächlich auch auf Island von Landschaft bis Tierfotografie alles damit gemacht. Geht natürlich alles nur in einem gewissen Rahmen. Also Landschaftsfotografie nur, wenn die Landschaft ein bisschen weiter weg ist. Tierfotografie nur, wenn die Tiere ein bisschen näher dran sind. Aber wenn man sich so ein bisschen reingefuchst hat, dann ist da doch ziemlich viel möglich. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Objektiv in Summe doch sehr, sehr zufrieden. Preis-Leistung hauen hier auf jeden Fall hin. Und wenn du auf der Suche bist nach einem guten, soliden 50er mit Autofokus, dann kannst du hier ruhigen Gewissens zugreifen. Was ist denn eure Meinung zu dem Objektiv? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Auch was ihr denn für einen 50mm nutzt oder ob ihr grundsätzlich überhaupt 50mm Objektive nutzt. Das ist ja immer so ein bisschen die Standardbrennweite und jeder braucht einen 50er und sowas. Was ist da eure Meinung? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, können wir uns sehr, sehr gerne mal drüber austauschen. Ich wäre mit dem Video dann erstmal am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.